wenn jemand noch einen Grund braucht, weshalb wir heute nicht Inliner fahren, ja, dann reicht der Blick nach draußen und ja, gibt uns die Gelegenheit, einmal unser neues Rudergerät anzuschauen und ein bisschen was dazu zu sagen und vielleicht auch zu kritisieren. Wie wir gerade gesehen haben, draußen das Wetter ist, nennen wir es eher bescheiden, und das ist leider häufiger so. Und dementsprechend brauche ich was als Alternative für, ja, Inlinern, Laufen, kurzum alles, was draußen Spaß macht. Und habe mir da jetzt etwas besorgt aus dem Internet, ein Rudergerät, weil mein normales Trainingsfahrrad, damit trainiere ich halt weiterhin nur die Beine und ja, der Rest bleibt so ein bisschen hängen. Und ich denke mir, mit dem Teil hier, ja, laut Internet, ne, das weiß ja bekanntermaßen alles, ja, trainiert man am meisten Muskeln. Und ich denke mir, ja, schauen wir mal, ob das was ist. Und das Teil habe ich ja über Amazon bestellt und es hatte noch keine Bewertung. Es sah allerdings gut aus. Naja, und was macht man dann? Man bestellt es und schaut mal, was dann kommt. Und erstmal werden wir uns das Teil ein bisschen anschauen. Ich habe es jetzt schon zusammengebaut. Ja, und damit fing das Unheil wahrscheinlich an. Das Modell heißt Munin. Okay. Warten wir mal ab, ob sich das so erfüllt. Ja, grundsätzlich sind die üblichen Sachen dran. Es ist ein Display dran, es ist eine Zugstange dran, es sind die Fußstützen dran, ja, es ist ein Verstellregler für die Kraft ist dran und natürlich ein Sitz, mit dem man vor und zurückfahren kann. Das Ganze ist halt hier auf einer Metallschiene gelagert, die eigentlich ganz gut aussieht. Und was nicht unwichtig ist, das Teil ist auch zusammenzulegen, indem man diesen Hebel hier entsprechend abschraubt und dann lässt sich das Hinterteil hochklappen, so dass es von der Einbaugröße nachher relativ klein ist. So, das Teil, wie hier die Fußstützen, ja, machen einen relativ stabilen Eindruck und wirken auf den ersten Blick recht wertig. So, und das ganze Teil steht stabil, hat ein vernünftiges Eigengewicht und ja, kam kaputt bei mir an. Und ja, da gibt es dann schon was zu sagen. Dead on Arrival war angesagt, weil ja, es reagierte einfach nicht. Es ließ sich zusammenbauen, also soweit waren alle mechanischen Teile waren vorhanden, funktionierten auch hier die Verstellung, das heißt, ich merkte unterschiedliche Kraftaufwände und so weiter. Aber der verdammte Bordcomputer ging zwar an, aber nahm keine Signale an. Außer das Startsignal. Denn wenn ich an dem Hebel hier ziehe, zack, reagiert automatisch das System so, wie es sein soll. Nur danach passierte halt gar nichts mehr. Und das war schlecht. Ja, jetzt hatte ich das Pech, als einer der ersten wohl so ein Gerät zu bekommen. Der Kontakt zur Hotline war gut. Das hat soweit funktioniert, aber es hat sage und schreibe fast 3 Wochen gedauert, bis ein Ersatzteil da war, nämlich ein zweiter Computer. Und der ist dann auch gekommen. Das hat ebenfalls dann funktioniert. Ich habe den zweiten Computer angebaut. Ja, und was soll ich sagen, es funktionierte immer noch nicht. Jetzt kam bei der Lieferung, und das war vielleicht auch das Problem schon, das Teil mit Kabeln an, die hier hinter verklemmt waren. Ja, also vor der Montage werden die Kabel dann hier in den Schacht geführt und die waren schon eingeklemmt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das ursächlich war, weil am Ende habe ich die Kabel, beziehungsweise hatte ich die selber zusammengebracht und vernünftig zusammengeführt, hat trotzdem kein Signal gebracht. Und erst, das war jetzt das Gute, beim Austausch des Systems war dann eben auch ein zweiter Satz Sensoren dabei. Ja, und dann habe ich den Sensor ausgetauscht und abracadabra, schon lief es und reagiert jetzt eben auch ganz normal auf die entsprechende Zugfunktion. Das heißt, wie man hier sieht, ja, so wie es sein soll. Okay. Das passt also soweit. Damit ist der Punkt, was die Qualität angeht, erstmal erledigt.
Wie gesagt, Service war okay, so dass dann eben auch geliefert wurde und entsprechend sich bemüht wurde, dann auch den Fehler auszubügeln. Soll natürlich nicht sein. Ja, ein Gerät, was mit quasi einem Lieferschaden irgendwo ankommt. Das ist schade. Ja, ansonsten kommen wir jetzt zu den Punkten, die ich gleich noch demonstrieren werde, nämlich was mir dann eventuell noch gefällt oder auch nicht gefällt, beziehungsweise wo ich ein Qualitätsproblem gerade noch sehe. Okay. So, wir machen mal ein paar Demozüge auf halber Stufe, indem ich das Ding einfach starte, beginnt er zu zählen. Ich kann entsprechend Sachen vorbelegen. Gewisse Trainingsziele damit erreichen möchte. Okay, so, das ist erstmal zack. Ja, neben dem normalen Display gibt es hier noch die schöne Möglichkeit, mit dieser App KinoMap entsprechend etwas zu machen und ein Startprogramm oder ein Programm festzulegen, Landschaftsvideos, freies Training. Gehen wir hier mal auf freies Training. Das ist sehr schön hier gemacht mit der Ablage. Und hier haben wir jetzt eigentlich dieselbe Funktionalität wie eben. Ich beginne einfach das Training. Und los geht's. Sieht man dann auch die entsprechenden Geschwindigkeitsmarker. So, das war jetzt ein Teil. Ist natürlich schön verlassen. So, denn es gibt noch was Schönes. Landschaftsvideos. So, mal gucken. Ich sage jetzt einfach mal hier starten. Jetzt trainieren. Da kann man vorbelegte Strecken von entsprechend anderen Leuten, die sowas aufgemalt haben, entsprechend machen. Originalgeschwindigkeit Challenge mit Trainingsgeschwindigkeit ist sehr schön. So, und dann wähle ich entsprechend Sachen aus. Wichtig ist hier noch die Remote-Anzeige. Damit könnte man das Ganze zum Beispiel auf einen großen Bildschirm bringen. Habe ich jetzt hier gerade nicht zur Verfügung, aber entsprechend das Video ist ausgewählt. Ich sage hier Challenge und sage einfach mal starten. Klicke auf Training, wieder trainieren müssen, machen ein neues Training und los geht's. So, und das Ganze ist halt dann ein bisschen anders als so normales. So, und los geht's. Ist so Gerät wird verbunden, beginne zu rudern, um das Training zu starten. Das ist immer gleich und los geht's. So, und jetzt sieht man, dass ich gegen andere dann eben fahre. Ja? Das Ganze kann man wohl dann auch planen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, dass man so eine Art Wettkampf macht, ja? Und gegen die Jungs dann eben fährt. So, ich werde jetzt hier entspannt durchgereicht, ja, bis ich so meine Position gefunden habe und die Leistung entsprechend dann auch gebracht habe. Das macht Spaß. Können das Ganze hier stoppen. So, das war jetzt nur ein Text. Speichern und beenden. Auf Wiedersehen. So. Und dann können wir aus der App rausgehen. Ja, macht Spaß, wenn man entsprechende Sachen sich angucken muss. Vielleicht auch auf einem großen Screen. Ja, oder vielleicht sogar mit eigenen Sachen. Das habe ich soweit noch nicht ermittelt. Aber auf jeden Fall. Eine hübsche Idee im Vergleich zu einem einfachen monochromen Display und das halte ich schon für nicht schlecht und ist sicherlich eine coole Erweiterung hier von diesem Gerät. Jetzt haben wir uns ein paar Sachen zu dem Gerät angeschaut und ich habe über die Sachen berichtet, die mir auch gut gefallen
und die meiner Meinung nach auch vernünftig gemacht sind. Ja, jetzt fallen mir so zwei Sachen auf Anhieb ein, die mir nicht gefallen. Nicht unbedingt gerätespezifisch, sondern eher allgemein, wo ich sage, das wird mich jetzt oder stört mich ein bisschen. Und zwar schauen wir einfach mal auf den Regler hier. Der hat die Einstellstufen von 1 bis 16, ja. Und das ist wirklich ein erheblicher Unterschied, was den Kraftaufwand angeht. Also Stufe 1 ist eher so, ne, Kleinkinder mit halbem Finger. Ja, und Stufe 16 ist dann schon, ja, da, ne? Also da zieht man schon ganz gut. Und wo ist das Problem? Ganz einfach. Ich sehe immer den gleichen Kalorienverbrauch. Das ist so eine Art geschätzter Durchschnitt, denn unten diese Einstell Funktionalität ist nicht mit irgendeiner Sensorik verbunden. Und das empfinde ich natürlich als großen Makel, weil es ein Riesenunterschied ist, ob ich auf Stufe 1 trainiere oder 1500 Züge auf Stufe 16 mache, die ja hier einen erheblichen Unterschied darstellen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass da eben auch ein Sensor dran ist. Ist er nicht? Ich hatte das Gerät ja zerlegt, um den Geschwindigkeitssensor auszutauschen. Und da war leider nichts zu sehen. So, und dann zweiter Punkt, der für die Qualität sicherlich sinnvoll ist. Wenn man hier genau drauf guckt, sieht man hier so kleine schwarze Pünktchen. Und da haben wir etwas Problematisches. Das hört man dann auch, wenn man abrollt und sieht es auch hier auf dem Teppich. Das ist nämlich kein Dreck, sondern das ist Plastik. Ja, und hier die Rollen, die hier drunter sind, die verschleißen einfach. Das heißt, die sind aus meiner Sicht aus zu weichem Material. Ja, und dementsprechend rubbeln sie dann ab. So, und dann, es wirkt sehr unangenehm, wenn man mit dem Sitz dann so drüber rollt. Ja, man hört das auch. So, und ne, man sieht auf dem Boden, dass da durchaus einiges an Material abgetragen wird. Freundlicherweise hat mir Max Trader, der die Sachen ausliefert, auch schon Ersatzrollen jetzt kostenfrei zugeschickt. Und hat gesagt, dass das Problem mal gemeldet wird. Ich bin mal gespannt, weil es wäre schade, weil an sich ist das Konstrukt, ne, sehr wertig und wirkt auch stabil. Aber es nützt natürlich nichts, wenn bei meiner durchaus, nennen wir es mal, intensiven Nutzung die Rollen nach kurzer Zeit verschlissen sind. Ja. So, Gesamtfazit von dem Gerät, halte ich für ein gutes Gerät. Ich kenne jetzt nicht so viele, um direkt einen Vergleich ziehen zu können. Ja, aber grundsätzlich von denen, was ich an Qualitätsanmutungen und so bisher gesehen habe, wirkt das auf mich völlig okay. Mit den beiden Sachen oder mit den drei Sachen, die ich halt anzumerken habe. Punkt 1, die Qualitätskontrolle bei der Auslieferung. Es kann nicht sein, dass so ein Gerät halt ne, kaputt geliefert wird. Das ist immer schlecht. Die Ersatzteilversorgung, die diesmal noch recht lange gedauert hat, wird sich hoffentlich dann, ne, in Zukunft verbessern. Weil ne, 3 Wochen dann darauf zu warten und ein Gerät quasi nicht nutzen zu können, ist auch nicht so toll. Zweiter Punkt, ganz klar, die Einstellung, dass sie nicht übermittelt wird. Die Einstellung an sich, völlig okay. Mit verschiedenen Stärkestufen finde ich super, aber ja, es hat eben nicht die Möglichkeit, dass es auch in irgendeiner Form nachher, entweder in der KiloMap-App oder hier in dem Display, einfach übernommen wird, sodass man einen unterschiedlichen Kalorienverbrauch dann auch wirklich hat. Das ist dann eher ein sehr, sehr grobes Schätzeisen. Ja, und last but not least, der Punkt halt, die Qualität der Rollen, die unter dem Sitz sind, die müsste anders, die müsste besser sein. Das wäre so der einzige Makel. Und ansonsten hatte ich bisher mit dem Gerät viel Spaß.